Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, zurück zu Imperium Squeak Wars Age of Alexander mit Karthago. Ja, beim letzten Mal haben wir angefangen, hier einen großen Aufmarsch hier bei Selinos in Westsizilien zu starten. Wir wollen Syrakus demnächst angreifen und ich habe jetzt offscreen nochmal mir ein paar Informationen eingeholt. Das hätte ich auch schon viel früher machen sollen im Diplomatiefenster. Warum denn nicht mal schauen, wie es eigentlich Makedonien geht? Das sehen wir im Vergleich zu uns hier schon ganz gut, aber hier noch besser. Denn Hellas ist extrem geschwächt. Also ihre Bevölkerung ist im Schnitt 60% kleiner als unsere. Dabei erholt sich unsere Bevölkerung ja derzeit noch von dieser schlimmen Epidemie. Also Hellas, kann man sagen, ist am Boden angekommen und die können eigentlich nicht mehr sehr viel länger einen Krieg führen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir können Hellas nicht direkt einen Krieg erklären, weil Hellas ja ein Vasallenstaat von Makedonien ist. Wir müssten also hier bei Makedonien ebenfalls schauen und Makedonien hat natürlich noch eine ordentliche Macht und auch noch eine ordentliche Grundbevölkerung, die im Schnitt 10% kleiner ist als unsere, also irgendwo bei 80 herum wahrscheinlich ihren Bevölkerungswert sitzen hat. Aber auch Makedonien kämpft verzweifelt immer noch mit Hellas zusammen gegen Illyrien. Hellas selbst ist fast am Boden und auch Makedonien hat ja große Probleme. Sie führen gleichzeitig ebenfalls noch Krieg mit Thrakien. Und wenn wir als Karthago jetzt noch in den Krieg mit ihnen eintreten, ich glaube, das könnte auch zu viel werden für Makedonien. Zumal man ja bedenken muss, dass Makedonien mit Schiffen etc. erstmal überhaupt hier rüberkommen muss, um uns überhaupt bedrohlich zu werden. Und man muss auch sagen, und das ist auch ganz zentral, sehe ich jetzt gerade erst, mit der gesamten persischen Konföderation steht Makedonien ebenfalls im Krieg. Also sie sind jetzt schon auf drei Fronten unterwegs, mit uns in einer vierten. Das behaupte ich jetzt mal, kann nicht gut gehen. Deswegen wäre es sehr, sehr sinnvoll, jetzt schon den Krieg zu erklären, beziehungsweise in der nächsten Runde, würde ich sagen, denn aktuell haben wir noch eine Einheit, die wird verbessert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie viele Einheiten überhaupt hier noch unterwegs sind. Wir wussten ja, es gab mal eine Hopliteneinheit, die hier größtenteils die Eisenmine bewacht hat. Aber wir haben jetzt ja auch schon gesehen, dass hier, ich habe übrigens die Versorgungskarte angemacht, weil die gleich noch wichtig wird, dass hier bei Lissos ganz viele Einheiten gelandet waren und vernichtet wurden. Im Süden gibt es nach wie vor kriegerische Aktionen mit Illyrien. Und ich glaube, dass hier vielleicht keine Einheit mehr ist. Und wir überprüfen das jetzt. Und da müssen wir schon aufpassen. Und zwar können wir hier unsere normale Galeere schicken. Die ist wesentlich angriffsschwächer. Oder unsere Triheere. Die hat wesentlich mehr Angriffspunkte. Aber kaum mehr Verteidigungsstärke. Deswegen schicke ich die Galeere vor. Warum? Wenn wir die verlieren, also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, weil das ja rundenbasiert ist, wenn ich jetzt die Einheit hier hinschicke und wir machen Krieg mit Hellas und mit Makedonien und Makedonien entscheidet sich, dieses Schiff dort zu versenken, dann stehen sie möglicherweise verwundbar hier und wir können mit der Triere mit 5 Angriff zuschlagen und ihr Schiff versenken, was hoffentlich ein wertvolleres Schiff ist als unsere Galeere. Also hier ist ganz viel Taktik gefragt. Man könnte jetzt sagen, eigentlich bräuchten wir noch mehr Schiffe, aber ihr seht es selbst, wir haben überhaupt kein Gold für noch mehr Schiffe. Also wir müssen das jetzt einfach riskieren und wir müssen möglichst schnell Syrakus angreifen. Ich schicke also jetzt erstmal vor der Kriegserklärung die Galeere hier unten hin, was ich nicht machen kann, weil sie keine Bewegungspunkte mehr haben. Okay, dann machen wir das nächste Runde. Die eine Runde werden wir uns jetzt hier noch Zeit nehmen. Gut, dann beende ich die Runde. Jetzt wird es also nochmal richtig, richtig spannend, was hier die Gegner veranstalten. Wir gucken uns die makedonisch-hellische, illyrische Front auf jeden Fall an. Bosporos können wir, glaube ich, mal überspringen. Das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Auch Skythien nicht. Daher überspringen wir Persien. Ja, das ist wichtig, weil die ja auch im Krieg mit Makedonien sind. Genauso wie ihre konföderierten Staaten. Die laufen dort noch bei Babylon rum. Gut, das ist jetzt nicht so relevant. Dann haben wir Ägypten, kämpft gegen Unabhängige und tötet dort einen, ich glaube es war ein General, der dort irgendwie stumm gemacht hat offensichtlich.
Sparta hat ebenfalls einen unabhängigen General. Ich habe keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. Oder waren das Generäle, die die Seiten wechseln wollten? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wäre mal spannend zu wissen. Vielleicht kann Pavel dazu etwas sagen, was das möglicherweise für Generäle gewesen sind der unabhängigen Fraktion. So, jetzt geht's los. Illyrien greift hier die Stadt im Norden an, die ja nicht zu Makedonien oder Hellas gehört. Also die sind aber auch wirklich, Illyrien ist der MVP dieses Krieges bislang, denn sie halten jeglichem Ansturm bislang stand und haben Hellas bereits völlig entkräftet und Makedonien zusammen mit Persien jetzt wirklich geschwächt. Also für uns ist das echt ein sehr guter Zeitpunkt. Und sie rücken auch dort im Süden vor. So, Nabatea können wir wieder überspringen, das ist nicht so wichtig. Dann kämpft Thrakien gegen Makedon und da seht ihr halt, wie schwierig das ist dort in dem Gebiet. So, die Samniten werden wieder von Unabhängigen angegriffen. Haben dort mit dem Nomaden aber keinen Erfolg. Allerdings wird jetzt ein Siedler von ihnen direkt vor deren Stadt angegriffen. Ja, und der wird sich jetzt wahrscheinlich den Siedler da krallen. Der zweite Angriff ist ja wesentlich stärker, genau. Verzeiht. So, jetzt stirbt aber der Nomade. Also hier geht's fleißig hin und her. Ja, Thrakien greift wieder jemanden an. Aber so angeschlagen, wie diese Einheit ist. Wow. Was ein mutiger Zug. Aber offensichtlich können sie sich das erlauben mit ihren Reitern. So, da ist ein Transportschiff, wie es aussieht. Hier ist Hellas nochmal mit einem Hopliten. Der fehlt ihnen jetzt aber möglicherweise auf Sizilien, wenn alles gut läuft. So, und jetzt haben wir unser Schiff dorthin bewegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was rund um Syrakus steht. So, jetzt möchten die Makedonen, jetzt just diese Runde möchten sie Verträge anbieten. Das werden wir natürlich jetzt nicht machen. Das wäre ja sinnbefreit, wenn wir gegen ihnen Krieg starten wollten. Dann möchte das bosporianische Königreich oder das Königreich Bosporos einen Vertrag erweitern. Einheitensichtbarkeit etc. Sie kämpfen gegen die Skythen und Persien. Naja, die stehen für mich fast schon auf der Seite von Hellas und, also nicht ganz, aber fast, weil sie auch mit Persien komplett im Krieg sind. Nee, mit denen, die sind so weit weg, das werden wir auch nicht machen. Vertragsänderung zurückgewiesen. So, verleumdet Illyrien, der Botschafter von den Samniten. Okay. So, und was wir hier sehen, ist erst einmal Freiheit. Wir können also im Prinzip direkt einmal starten, liebe Leute. Und jetzt muss ich ein paar Worte zum Versorgungssystem verlieren, weil das hier ganz zentral zum Verständnis ist. Seit dem letzten Krieg, beziehungsweise seit der Einnahme von Alalia, weiß ich eben auch, dass wir mit Schiffen versorgt werden können. Die haben natürlich nur eine begrenzte Reichweite und die Reichweite hängt auch davon ab, was für ein Gebiet das ist. Zum Beispiel in Hügeln ist die Reichweite nicht ganz so hoch, deswegen haben wir hier oben nur 90%, hier oben sogar im Wald nur 50% Nachschub. Aber ihr seht, hier können wir uns jetzt schon mal frei bewegen, sogar hierhin können wir uns frei bewegen. Und das ist ganz wichtig, weil das zusammengeht mit einer anderen Mechanik. Und zwar immer dann, und das reicht tatsächlich, wenn das eine Einheit ist, immer dann, wenn eine Einheit neben eine Stadt positioniert wird, dann gilt die Stadt als hungernd und dann verliert sie allgemeine Moral und man kann sie dauerhaft belagern. Wir werden also hier entsprechend, denke ich mal, versuchen, mehrere, ja, das muss man jetzt mal gut durchplanen, wie wir das machen. Also ich würde sagen, eine Einheit wird definitiv sich hier hinstellen ins Gras. Das wird wahrscheinlich diese sein, die auch die Verteidigungsverbesserung hat, die sich dann hier positioniert. Ich gucke mal gerade, wie die kämpft in Gras. Sie hat 20% Verteidigungsbonus, keinen Angriffsbonus. Aber Büsche und Ebenen gibt es hier neben Syrakus eben nicht. Wenn ich das richtig sehe, hier ist Gras, Hügel, Waldflächen, Wald, Waldflächen, Waldflächen, Waldflächen. Hier oben nochmal Gras, Gras und Berg. Ja, also unsere Angriffsboni können wir mit dieser Einheit sowieso nicht ausnutzen. Und ich würde sagen, dann sollte man diese verteidigende Einheit hier hinstellen, sich nochmal befestigen lassen, wenn es möglich ist. Und dann einfach nach und nach hier Syrakus belagern oder angreifen. Man könnte auch überlegen, ob man eventuell mit der Einheit von
Adabal angreift. Die hat ja immerhin einen Angriffsbonus. Das wäre vielleicht sogar noch besser dann. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es wieder mit einer Belagerung, die dauert länger, gibt natürlich dem Gegner die Möglichkeit, hier Einheiten zu verschicken, was wir natürlich nicht wollen. Dementsprechend wäre es, finde ich, ebenfalls auch legitim, wenn wir mit unseren vielen Einheiten, wir haben ja hier drei Angriffseinheiten, drei Nahkampfinfanterie, wir haben noch einen Siedler im Hintergrund, auch das für die Versorgung ganz zentral, das wusste ich gar nicht, aber ja, ich habe es nochmal nachgelesen in der Bibliothek. Mit den Siedlern können wir natürlich Straßen nachbauen, während unsere Einheiten sich bereits hier vorne hinstellen, um dann die Versorgung ebenfalls wieder zu verbessern und dann brauchen wir irgendwann auch nicht mehr die Schiffe dafür. Also ein ganz zentraler Aspekt, den man gemeinschaftlich nutzen kann. So, liebe Leute, wie sieht's aus? Wir haben weniger Sklaven, mehr Bevölkerung. Das wird jetzt allmählich doch zu einem Problem. Immerhin haben wir jetzt wieder 19 Gold, 19,5, das ist ganz gut. Ich gucke mal gerade etwas. Ich weiß, dass wir in Taros Schwertkämpfer bauen können. Aber haben nicht genügend Bürger? Hier ist nur Nurzio. Haben die uns hier wie Bürger geklaut? Die waren doch schon mal auf 3, oder nicht? Huh. Offensichtlich nicht. Gut, dann können wir da keinen Schwertkämpfer bauen. Man könnte natürlich aus Karthago den wieder zurückholen. Es kann natürlich sein, dass wir diese schwere Einheit mal bräuchten. Das Problem ist allerdings, das, also er hätte nochmal 10% Angriffsbonus und 10% mehr Verteidigungsbonus, das ist schön. Aber wenn wir ihn in den aktiven Dienst zurückholen, dann ist Karthago noch kleiner, als es jetzt schon ist mit 3. Ich gucke mal gerade, wir haben 13 Bürger, das ist super klein. Und noch kleiner können wir Karthago nicht werden lassen derzeit, da haben wir einfach keine Wahl. Wir müssen das mit diesen schwächeren Einheiten probieren. Ist natürlich ein Risiko, ich weiß auch nicht, wie das nachher mit Friedensvertrag ist. Wann da wer bereit ist, irgendeinen Frieden möglicherweise anzunehmen, ob wir noch bis nach Region gehen müssten oder ob Syrakusai schon reicht, ob dann Makedon nach ein paar Runden sagt, oh, das ist aber genug für uns hier. Keine Ahnung, das müssen wir einfach mal schauen. Ist jetzt alles sehr, sehr interessant. Wir werden auf jeden Fall mutig sein und hier den Krieg erklären und wir müssen das gegenüber Makedonien machen. Ich kann es euch nochmal zeigen, weil Hellas ist natürlich als abhängiger Staat hier nicht in der Lage. Gegenüber ihm kann man nicht den Krieg erklären, aber gegenüber Makedonien. Wir erklären den Krieg. Sie sind jetzt natürlich reserviert. Wer hätte das gedacht? Ich bin mal gespannt bei Illyrien. Das müsste ja eigentlich... Eigentlich müsste das sogar dann zur Beziehungsverbesserung beitragen. Bei manchen zumindest. Die Krieg mit... Nee, wartet mal. Rechtsklick war das. Genau, ja, die haben alle keinen Krieg leider. Die sind sich ja untereinander spinnefeind. Gut, dass wir jetzt auf die Samniten und die Römer nicht zählen können, da müssen wir jetzt einfach mal mit leben. Ich würde aber sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich jetzt das Schiff hier hinfahre, bleibt die Versorgung hier identisch? Ich glaube ja, die wird immer zum Beginn einer Runde berechnet. Ich möchte nämlich erstmal gucken, was hier in Syrakus noch ist. Und hier ist eine feindliche Einheit. Aber wir sehen leider nicht welche. Oh, das ist interessant. Die könnten uns hier direkt angreifen. Aber Syrakus scheint frei zu sein. Das ist ja spannend. Kriegen wir Adabals Heer denn irgendwie hierhin? No way. Warum will er denn da lang gehen? Die Straße führt doch hierhin. Weil das Gras ist, ist das wahrscheinlich... Ja, tatsächlich, die Bewegung hierhin kostet 2 und hier nur 0,75. Wow, sind wir langsam. Da müssten wir dann ja aber eigentlich mal... Ja, ich meine, die Eroberung dieser Gebiete, das können wir ja später machen. Uns ist ja die Stadt erstmal wichtig. Oh Mann. Dann würde ich doch sagen, dass Adabals Heer... hier auf das Schiff gehen soll. Und dann bringen wir die Flotte schon mal hier hin und lassen die in der nächsten Runde
hier raus. Na, diese Runde geht es ja noch nicht, weil die gerade eingeladen wurden, können die nicht wieder ausgeladen werden. Aber nächste Runde müsste das gehen. Und dann würde ich fast sagen, wir ziehen dieses Schiff wieder zurück. Das ist nicht mehr... Ich weiß gar nicht, haben Städte Sichtweiten? Kann man da irgendwas sehen? Stadt... das kann ich jetzt hier irgendwie nicht ablesen. Sie haben hier zwei Verteidigungspunkte, das ist schön. Also die Frage ist halt, weiß der Gegner jetzt, dass wir hier die Galeere haben? Das ist jetzt eine taktische Frage. Und ich würde sagen, dass wir die eher mal ein bisschen zurückziehen. Ganz kriegen wir sie ja eh nicht zurückgezogen. Mal sehen. Ja, und da kann man aber eigentlich argumentieren, dass man schon mal einen weiter hier hingeht und sie hier mehrfach unter Druck setzt. Doch, doch, das ist schon eine gute Idee, finde ich. So, und diese Einheit, die hier in Selinos steht, die jetzt auch die Verteidigungs... Ach nee, das ist Selinos selbst. Hier, das Heer meine ich. Hier, Bels Heer hat auch eine Verteidigungsverbesserung. Und auch da dürfen wir in zwei Runden rein mit voller Versorgung. Und können... einfach mal generell vorrücken. Ja, dann sichern wir nämlich auch den Siedler ab, der jetzt, ups, gleich anfangen kann zu agieren. Und dann würde ich sagen, wir schicken den General auch schon mal mit, damit er hier dann bald das Heer auch ermutigen kann, wenn es notwendig wird. Soll er das schon mal machen. Der bekommt sogar alle drei Heere, glaube ich, ermutigt. Auch das Heer, was hier drauf liegt, ne? Ja, 108%. Perfekt, das ist doch super. So, und der Siedler, der soll, naja, da nicht. Ja, genau, der soll eigentlich jetzt eine Bewegung machen hierhin. Und dann soll der eigentlich Routen hier reinbauen, genau. Habe ich wieder falsch gemacht. Ich depp, links und rechtsklick verwechselt wieder. Irgendwann kriege ich das rein. So, der fängt dann nächste Runde damit an. So, dann haben wir hier die Einheit... die immer noch keine Bewegungspunkte hat. 3 von 12. Also überspringen wir dich. Du sollst ja nach Ägypten ziehen. Und du wirst ebenfalls diese Runde dort stehen bleiben, damit du Versorgung darauf gibst, falls es notwendig ist. So, unser Siedler hier ist fertig. Der kundschaftende Siedler mit mehr Sichtweite. Ja, jetzt ist die Frage, möchte man vielleicht hier bei Alalia... hier ist Wald und Waldfläche. Vielleicht möchte man hier ebenfalls nochmal ein Feld bauen. Das kostet ja nicht allzu viel. Ich würde sagen, ja, machen wir das mal hier mit ihm. Die Straße hier haben wir ja schon angelegt zur Eisenmine. Das ist ja soweit alles okay. 1-1, 1-3. Ich guck mal, wie die Ressourcen aussehen. Ja, könnte besser sein. Bei Holz ist es völlig in Ordnung. Wie gesagt, Sklaven fehlen. Eigentlich bräuchten wir da mehr Handel, aber Sklaven werden von Ägypten angeboten. Kohle, Eisen und Holz. Ja, wollt ihr denn nicht mal zwei Holz gegen zwei Sklaven handeln? Mensch, das muss doch möglich sein, dass wir mal ein bisschen... Das reicht auch, wenn das irgendwie, weiß ich, 8 Runden ist, 10 Runden ist. Macht doch einfach mal. Vielleicht kriegen wir damit ja was hin. Sparta... möchte gerne Nahrung von uns haben. Die haben wir natürlich echt en masse. Da können wir ein bisschen Steine oder Eisen uns holen. Und Eisen ist aktuell sogar dringender. Also Nahrung schlagen wir nochmal vor. Wie viel Nahrung geben wir? 5 gegen 2 Eisen. Vielleicht machen sie das. Schlagen wir vor. Okay. So, Illyrien haben wir jetzt auch. Das sind die ganzen Handelsgeschichten, die jetzt ausgelaufen sind. Illyrien... da könnte man Einfluss einwegwandeln gegen, ja, gegen Eisen. Ein Einfluss gegen ein Eisen. Was ist denn damit, liebe Leute? Macht ihr das vielleicht? Schlagen wir einfach mal vor für 10 Runden. So, dann gucken wir, was mit den Handelsgeschichten läuft. So, er hat hier unten eine Möglichkeit, jetzt noch eine Stadt zu gründen. Kostet 10 Holz. Wir hätten das eigentlich übrig. Das Ding ist halt... dass wir also nichts an diese Stadt dann anschließen können, ne? Also so wirklich sinnvoll finde ich das eigentlich nicht.
Ich meine, klar, mehr Städte heißt auch mehr Flexibilität, aber wir haben eigentlich schon viele Städte hier überall. Gerade in unserer Heimat. Ich finde, dass wir da auf Sardinien jetzt nicht unbedingt eine zweite brauchen. Vielleicht könnte man es argumentieren, aber. Ein Gold, ein Stein hätten wir locker übrig. 10 Holz haben wir momentan auch einen ordentlichen Ertrag. Also ich meine, 0,38 Holz ist aber auch echt kein super Ertrag, ne? Man könnte vielleicht die Stadt hier direkt in den Wald bauen. Geht das? Ist ja dann weit genug weg, glaube ich, von Taros, oder? Ich gucke mal, ob das möglich ist. Gelände trockenlegen könnte man hier auch. Was ist das? Ist das Sumpf hier? Nö, ist Wald, aber man kann es trotzdem trockenlegen, das Gelände. Zu nah an einer anderen Stadt. Ja, seht, wir können trotzdem nur hier unten eine Stadt hinbauen. Und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Dann sollten wir lieber zusehen, dass Taros weiter wächst, um dort die Grenzen zu erweitern. Wir sehen jetzt, derzeit ist sie noch klein. Ich gucke mal gerade, wie sieht es mit der Geburtenpolitik aus in Taros? Ja, da könnte man vielleicht irgendwie schon sagen, dass man hier ein bisschen nach vorne geht, um das hier zu fördern. Gut. Dann habe ich gerade gesehen, es gibt dort noch diverse Verbesserungen. Verteidigung, weiß ich nicht. Einfriedung, Baracken. Nee. Ich hätte bald gesagt, dass hier Handeln ganz gut ist, aber das kostet natürlich viele Steine. Ja gut, die hätten wir aber. 5 Eisen auch, 2 Gold auch, 2 Holz auch. Wer bräuchte das denn noch? Also durch die Erhöhung der Produktion erhält die Stadt mehr Geld, als sie verbraucht. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie sieht es denn derzeit aus? Wir produzieren ja im Prinzip auch nichts, was mit Gold zusammenhängt. Was aber auch merkwürdig ist, weil wir ja hier die Goldmine haben, aber die wird separat gewertet. So, und verbrauchen tun wir hier ja auch minimales Gold, ne? Das ist ja wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt, wenn wir da die Produktion erhöhen von so Sachen, die nicht ganz zentral sind. Wie ist das bei Karthago? Da haben wir ja Handeln. Da sehen wir hier, da machen wir Einnahmen von 1,5 Gold. Eigentlich ist das ja für uns wichtig. Stimmt, ne? Dass wir statt Minus sogar ein bisschen Plus machen. Die Frage ist, wie viel Gold bekommen wir dann aus der Stadt? So, bei Hippo haben wir das zum Beispiel nicht. Die verbrauchen 0,04 Gold. Also das Vierfache von dem, was die Stadt hier in Sardinien braucht. Bei Zilium 0,02, das ist jetzt nicht ganz so erheblich. Hadrumentum hat Handeln und bekommt 0,23. Ja, das sind natürlich schon starke Anstiege in den Goldeinnahmen, die wir nicht wegdiskutieren können. Bei Tene verbrauchen wir gar kein Gold derzeit. Das ist natürlich auch schön. Takape ist ja noch recht neu. Die sind gerade bei dem Steinmetz und verbrauchen auch kein Gold. Also da ist alles super. Sabrata, auch kein Goldverbrauch. Leptis Magna hat Goldproduktion und zwar nicht zu knapp, weil die natürlich an diesen ganzen Handelsrouten liegen. Daraus leitet sich wahrscheinlich dann das Gold auch ab. Hippo wiederum hat zwar relativ ordentlichen Goldverbrauch, naja 0,04, aber hat halt keine Handelsrouten. Ich würde schätzen, dass hier überhaupt kein Handel Sinn ergibt, weil wenn überhaupt, dann handelt derzeit Leptis Magna ganz viel ein. Handelsrouten sind doch aktiv, ne? Wartet mal gerade. Ja. Ja, und Selinos hat natürlich noch eine Handelsroute hier. Und Alalia hat ganz viele. Das ist eigentlich wichtig hier, dass wir hier die Verbesserung bauen. Dann lasst uns das doch mal machen. Dann geben wir das hierfür aus, für Alalia. Sehr schön. 4 Runden. Selinos hat das, glaube ich, auch schon. Ja, super. Das heißt, Selinos macht hier auch schon ordentlich Gold durch die eine Handelsroute. Das ist ganz nett. Ja, das läppert sich auf Dauer. Sehr schön. So, die Einheiten hatten wir alle bewegt, dann heißt es gleich Runde beenden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich schalte mal die Versorgung kurz aus, weil das irritiert. Ja, Rom ist echt in Bedrängnis hier. Die sind ja schon fast aufgespalten hier. Als wenn hier
der Tibrisfluss, der Tiberfluss hier schon aufgeteilt ist zwischen Rom und den Samniten. Das ist ja echt eine krasse Entwicklung. Ich glaube aber nicht, dass wir einen der beiden mal zum Frieden bewegen könnten. Wartet mal. Ja, die haben nach wie vor eine ganz schwache Meinung. Höchstens die Samniten. Aber ich fürchte, dass sie das immer noch nicht tun werden. Ja, mit Rom können wir auch nicht erneut fragen. Das geht wohl nicht mehrfach. Einmischung in meine Außenpolitik. Oh ja, das finden sie auch nicht gut. Okay, dann lassen wir das. Ja, Samniten haben 20%, auch die geringe Bevölkerung. Und Rom hat aber noch einiges. Also Rom, eigentlich könnten die doch hier, wenn die klug sind, könnten die doch hier die Samniten besiegen. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass sie solche Probleme haben. Nicht, dass das gleich wieder sich in die andere Richtung bewegt. Spannend. Na gut, ich denke, wir können die Runde beenden. Und dann gucken wir mal. So, daher ist wieder was unterwegs. Bosporus, das lassen wir mal. Ägypten, Hellas. Sparta gegen Hellas? Wow, was macht Sparta? Die haben den Botschafter da umgebracht. Sag mal, können wir Sparta vielleicht mit reinziehen? Ist das doch möglich jetzt? Also wenn die jetzt Krieg anfangen würden, das wäre natürlich krass. Ja, wie so ein Domino-Effekt, der sich hier gerade vor unseren Augen möglicherweise abspielt. Wir sehen uns das gleich mal an. Da wird jetzt wieder eine Stadt von Hellas angegriffen, also, oh, jetzt geht's aber richtig ab hier. Und die greifen schon wieder diese unabhängige Stadt an. Meine Güte, die haben aber auch eine Anzahl an Truppen, die Illyrer. Bei denen muss ich gleich auch mal auf die Bevölkerung gucken. Die kann ja allzu groß nicht sein. Und bei Phylos scheinen auch wieder Hellenen oder Makedonier gelandet zu sein. Leider sehen wir es natürlich derzeit gar nicht mehr, aufgrund der Kriegssituation. So, Nabatea kann man wieder überspringen. Unabhängige Städte greifen jetzt hier bei Parmial an. Das ist natürlich die Stadt der Samniten, die sie da jetzt gegründet haben und überhaupt nicht verteidigen können, offensichtlich. Ich bin echt erstaunt, was da abgeht und was die sich auch alle trauen, die KI-Nationen. Was die für mutige Aktionen in fremden Ländern durchführen. Ich meine, gut. Ja, Tatsache, sie haben Krieg mit Hellas. Das gibt's ja nicht. Jetzt greifen deren Hopliten die Eisenbiete in Sparta an. Aber ich glaube, das haben sie sich nicht gut überlegt. Also, ich glaube, die Spartaner haben sich gut überlegt, die Hellenen anzugreifen. Ich glaube, so rum wird das gewesen sein. Weil die Hellenen haben sicherlich niemanden angegriffen, weil sie ja der Klientelstaat, der Vasallstaat von Makedonien sind. Ich vermute, dass wir hier... Und wir kriegen direkt ein Friedensangebot. Leute, wir haben noch nicht mal was gemacht. Nein. Ich glaube, Makedonien schätzt die Lage durchaus realistisch ein. Krieg gegen alle. Naja, nicht ganz gegen alle, aber außer die Samniten, Rom und die Nordoststaaten sind sie mit fast allen hier im Krieg. Tja. Jetzt könnte man natürlich gemeinsame Feldzüge und so einen Blödsinn planen, aber ich würde sagen, wir interessieren uns erstmal nur für unsere eigenen Sachen. So, der Handel wird angeboten mit Forderungen. 2 Holz für 1 Sklaven. Ja, das ist okay. So, das, ja, wurde unterzeichnet. 2 Eisen gegen 5 Nahrung, 6 Runden nur, aber immerhin. Und unterzeichnet 1 Eisen gegen 1 Einfluss. Super, hat alles geklappt, wunderbar. Leute, so, jetzt brauchen wir wieder die Versorgungskarte. Wir sehen, Syrakus selbst ist nicht so gut versorgt, daran kann man aber was ändern. Wir haben jetzt aber erstmal unsere Einheit. Adabals Heer bewegt sich hier direkt neben Syrakus und bedroht die Stadt. Jawohl. Und ja, das Feld können wir jetzt noch beeinflussen. Die Einheit ist zu weit weg, was? Ach so, mit der kann ich das nicht machen. Der hätte schon eine andere ausgewählt. Gut, aber das geht dann nächste Runde hier weiter. Und ich würde sagen, wir können hier durchaus weiter angreifen. Verlässliche Einschätzung, absolute Überlegenheit. Ja, hier ist ja niemand zum Verteidigen. Also würde ich sagen, das sollten wir auf jeden Fall tun. Angriff auf die Eisenmine. So, damit ist sie auch direkt eingenommen. Verluste hatten wir
keine. Wir haben 0,95 Eisen gewonnen. Und der Gegner hat 562 Einwohner dort verloren. Ich weiß gar nicht, welche Auswirkungen das hat, dort Einwohner zu verlieren in einer Mine. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Armeemoral ist auch geringer als unsere. Das ist super. Gut zu wissen. So, und der General, der kann jetzt ruhig hier mit nach vorne gehen. Und hier die Einheiten nochmal ermutigen. Sehr schön. Wunderbar. Und wir können sogar in diese Felder vorrücken, problemlos. Ja, machen wir das doch mal. Allerdings erst nächste Runde. So, was machen wir mit dem Siedler? Der hat jetzt eigentlich, finde ich, hier erstmal keine Aufgabe. Man könnte ihn hier auflösen, um Taros zum Wachsen zu bringen. Das finde ich gut, denn hier brauchen wir auf jeden Fall Bevölkerung. Da wollten wir eigentlich noch eine Angriffseinheit bauen für die Zukunft. So, wir sind jetzt aber erstmal hier wieder bei den Schiffen. Auch die jetzt hier mit erhöhter Moral. Der Gegner weit und breit nicht zu sehen. Ich fahre also mal wieder hier hin. Und ich denke, dass wir dann eigentlich angreifen können wir diese Runde nicht mehr, genau. Hiermit haben wir angegriffen, mehr können wir nicht tun. Wir rücken jetzt langsam vor. Der Siedler baut die Straße weiter, damit hier die Versorgung auch bis zur Front aufgearbeitet wird. Super. So, und der General, der kann uns auch nichts mehr machen. Der muss jetzt auch bis nächste Runde warten. Ich bin gespannt. Das sieht nicht schlecht aus. Und Syrakus müsste jetzt anfangen zu hungern. Dann werden die hier auch Moral verlieren. Ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. So, ich habe so ein bisschen Sorge um Melita, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt der Gegner wäre, würde ich fast schon versuchen, diese Stadt einzunehmen. Deswegen würde ich sagen, wir sollten vielleicht dort mal eine Verteidigung bauen. Ressourcen haben wir tatsächlich viele, also werden wir das mal in Auftrag geben. So, diese Einheit hier, die werde ich so stehen lassen für die Versorgung. Überspringen wir nochmal. Diese Einheit lasse ich auch erstmal hier so stehen. So, dann haben wir hier den Siedler, der hat hier ein Feld gebaut, sieht man schlecht, aber ja, da könnte man jetzt entweder Alalia wachsen lassen. Alalia hat hier Siedler und Nomaden als Einheiten, in drei Runden ist Handeln fertiggestellt. Ich denke, den Siedler lassen wir erstmal dort in der Stadt auf Abruf ruhen für die Zukunft. So, und jetzt können wir hier nach Sebennytos, also das, was wir heute als Alexandria kennen. Seine großen Taten eilen ihm voraus und die Menge jubelte, als er durch die Straßen ritt. Erfahrung stieg um 10 Punkte. Dann ist er ja schon fast, boah, ist fast am Ende der Erfahrungslinie. 8 Punkte noch. Interessant, gucken wir uns nächste Runde an. Wunderbar. Also, der Auftakt ist uns gelungen. Vom Gegner ist bislang nichts zu sehen. Das habe ich aber auch so erwartet, denn der Gegner hat ja hier in Illyrien, an der Grenze zu Hellas und Makedonien hier genug zu tun. Ach, die greifen hier die Stadt Philippolis an. Die Thraker. Du liebe Zeit, das ist ja, also klar, dass Makedonien sofort Frieden will. Jetzt haben sie auch noch Krieg mit Sparta. Und die haben noch einen frischen Hopliten hier sogar stehen. Was ich aber mal gucken wollte, wartet mal, die Diplomatiekarte, hätte ich jetzt auch hier aufrufen können. Ich wollte mal bei Illyrien gucken. Guckt mal, die haben sogar noch eine größere Bevölkerung als wir, also über 120. Das heißt also, Illyrien, trotz der vielen ausgehobenen Einheiten, haben die immer noch große Reserven. Wir sehen jetzt auch, hier steht eine angeschlagene Hopliteneinheit. Und hier ist ebenfalls noch irgendeine Bireme und Trieren-Einheit, von der wir leider nicht so richtig wissen, was die können. Ne, das ist die Triere, das kennen wir schon. Wartet mal, die Bireme wollte ich nochmal nachgucken. 338, die ist ein bisschen stärker als unsere Galeere. Aber solange die da erstmal stehen bleiben und hiermit zu tun haben, ist das alles gut. Ich bin gespannt, also der Auftakt läuft völlig okay. Warten wir mal ab, ob wir hier Syrakus einnehmen können. Wir werden es bestimmt erfahren in einer der nächsten Folgen. Also, bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.